Leute, willkommen bei German Assi Playground. Ja, ihr seht's auf dem Tisch und im Videotitel, was ich hier habe. Endlich mal ein Auto, wo ich mir nicht die Kamera irgendwie einstellen muss, dass er schön aufs Bild passt. Der passt sowieso nie aufs Bild. Ja. Was haben wir hier? Wir haben hier den lange für den deutschen Markt angekündigten San Reaper. Oder auch San Colossus XT halt in anderen Regionen der Erde. Ja. Habe ich ihn mir gekauft? Nein, habe ich nicht. Das hier ist eine Leihgabe von Spielzeug Apen. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Der Alex hat mich gefragt, ob ich den Wagen gerne videomäßig zeigen möchte. Haben wir ja, na klar. Möchte ich das. So, logischerweise ist das Auto, ich kann nicht immer verlangen, dass ich nagelneue Autos kriege, die mir nicht gehören. Dieser Wagen ist jetzt schon gefahren und er ist auch noch schmutzig. Dafür könnt ihr aber die Schuld bei Mick und Arne abladen. Also das Silver Assi und Dr. Amy Racing. Die waren hier schon am Trigger vor mir und haben der Karre schon mal ordentlich die Spuren gegeben. Ja, was haben wir hier für die Leute, die das nicht kennen? Also die Marke ist Zen, gibt es schon ganz lange, bekannt für ihre 1:8er Monster Trucks, die sehr ähnlich sind zu dem hier. Allerdings natürlich schmaler, der hier ist Extended, wie man so schön sagt. Maßstab soll 1:7 sein. Vielleicht eher 1:6, ich weiß es nicht, ist auch eigentlich egal. Ja. Natürlich brushless, 6S-fähig. Ja, Twin Vertical Plate Monster Truck. Wir gehen jetzt einfach mal den Wagen Stück für Stück durch. Da er so riesig ist, werde ich mit der Kamera immer jetzt hinterher Schwenks aufnehmen und euch dann Nahaufnahmen zeigen und so weiter. Das kennt ihr ja schon. Fangen wir an mit der Karosserie, die schon gut gelitten hat hier. Natürlich riesengroß. X-Max Karos passen wohl auch und die Proline Karo dafür auch. Ist auch sehr wabbelig. Die werde ich auch erstmal mit Tape auskleiden. Da hat Alex mich auch drum gebeten. Die hat schon so ein paar Stellen. Aber die soll wohl dennoch ganz gut was wegstecken, wenn man das auch nicht gerade vermuten würde von ihr. So, ich habe ihn euch mal so ins Bild gebracht. Ja, gut. Man kann jetzt sehr schön halt das Layout vom Wagen sehen. Wie ich schon sagte, haben wir ein Twin Vertical Plate Design. Mit zwei 2,5 mm starken Aluplatten, glaube ich. Wo typisch für diese Bauweise alles dazwischen ist. Die anderen Zen-Fahrzeuge, die es vorher gab, die sind auch genauso konzipiert gewesen. Allerdings, ja, Akkufach war immer, glaube ich, schon bei Zen oben drauf und nicht an den Seiten wie bei anderen Fahrzeugen. Motor in der Mitte. Hier haben wir auch ein Mitteldifferential drin mit einem ziemlich großen Hauptsacker. Das kann man hier abnehmen. So. Da kann man ein kleines Ritzel sehen und ein riesen Hauptzahnrad samt Mitteldifferential. Das Brushless-System hier ist von Hobbywing. Es ist ein ungelabelter Quickrun, wie so oft in vielen Autos. Der 150 Ampere Quickrun natürlich, sonst nicht 6S fähig. Lass mal das Foto gerade hier aufzumachen wieder. Eigentlich ein cooles System, dass man das hier so sehen kann. Zack, so. Der Motor ist der 1450 kV Motor. Ich glaube 42, 82 oder sowas. Und ähnlicher ist ja auch ein Berserker drin, allerdings über Hobby King gelabelt. Ja, das Servo serienmäßig ist ein Cervox, was ziemlich bescheiden ist. Dieser Wagen ist natürlich schon ein bisschen geupgradet worden. Hier haben wir schon ein Corrali-Servo drin. Fuke ist auch geändert worden in eine Futaba. Ich glaube, original ist da irgendwas, weiß ich nicht genau, will ich jetzt nicht sagen, ob da Fleißgeil war oder so. Irgendwas ist damit bei original. Das wurde hier aber auch schon geändert. Ja, hier hinten haben wir das Akkufach. Nicht so schön. 4S und normale 6S passen da wunderbar rein. Ich habe hier halt mal meinen 6S als Beispiel. Also wenn ich schraube sie jetzt hier, haben wir dann auf. Der passt jetzt hier, doch mal weg da. Der passt jetzt hier so rein. Ist nach vorne nicht abgesichert, das ist nicht so schön. Gut, er liegt aber auch ein bisschen nach hinten. Vorne könnte er nur da irgendwo gegen, aber dass ein Akku nach vorne rutscht, ist halt nicht so toll. Mit 2-3S nebeneinander, die ja meistens etwas dicker sind, ist das schon ein Problem. Geht schon nicht, also das ist ein bisschen schmal bemessen alles. Ja, so. Diesmal muss ich mich ja nicht ärgern über das Akkufach, weil es ist ja nicht mein Auto. Ja, da kommt bald ein Auto bei mir noch, Leute. Hoffe ich bald. Da werde ich mich nicht über das Akkufach beschweren. Das weiß ich jetzt schon. Ja, könnt ihr mal raten, welches Auto das sein könnte, wo ich mich nicht über das Akkufach beschwere. Ja, querlenkermäßig. Dann kann ich doch mal ein bisschen drehen hier. Ist es wohl so wie bei den alten Zen auch. Die Querlenker sind optimiert worden. Aber
Die haben das beibehalten, dass die Querlenker halt überall vorne und hinten benutzt werden können, indem man sie dreht und umdreht. Und ja, das haben sie beibehalten. Hier sieht man die beiden Skidplates, also die andere seht ihr nicht, weil die ist aus dem Bild. Ja, dementsprechend da hinten auch noch Spurstangen, die es halten. Das ist eigentlich so ein Punkt. Ich wollte es euch gar nicht in der Aufnahme zeigen. Jetzt zeige ich das auch noch nicht vor die Kamera. Ja, hier ist sehr schön, sieht man, mit zwei Schrauben. Lässt sich halt die Kappe entfernen, Mitteldiff raus. Hier sieht man auch so eine fette Antriebswelle, die locker 8 mm dick sind. Die Wellen, das zeige ich euch in der Aufnahme, die Antriebswellen sind noch fetter. Also das ist ja übelst krass. Ja, der Regler ist hier vorne befestigt. Da lässt sich auch gleich mit irgendwie 6 bis 8 Schrauben die Platte hier entfernen. Dann kann man den Regler auch festschrauben, dass er da bleibt, wo er ist. Ja, wer aufmerksam hingeguckt hat oder auch diese Modelle kennt, der weiß, dass die ursprünglich mit 8 Dämpfern, also mit 4 pro Front und Heck, gekommen sind. Dass sich das hier auch montieren lassen würde. Allerdings bin ich mit diesen fetten Dämpfern. Hübeliges Setup, naja. Man sieht es halt, dass es hier gehen würde, aber es wurde natürlich weggelassen, weil man hatte die 8 Dämpfer. Ich weiß nicht, die würden hier hinten garantiert nicht vorbeikommen an der Spurstange. Deswegen ist es eigentlich, geht das auch nicht mit denen. Reifen, extrem fette, mit 23 mm ausgerüstet und auch einer dickeren Nuss. Das ist kein 17 mm. Nicht wie beim X-Max, der dickere Mitnehmer hat, aber die Nuss ist trotzdem halt normal. Ja, die hat Zen auch schon sehr lange im Programm, diese Reifen. Haben aber allerdings auch einen Mini-Pin-Reifen entwickelt für diesen Wagen halt, den man halt auch bekommen kann. Ja, das hier ist ein reiner Tagegriff, weil das Überrollkäfig funktioniert natürlich nicht, wenn die Karosserie hier oben irgendwo ist. Stichwort Karosserie. Die Karosseriehalter sind ja wabbelige Stangen, die nach oben ragen. Da müssen sie was besser machen. Hier sind nur Karo-Klipse dran, wo das drauf liegt. Da müssen irgendwelche Unterlegscheiben drauf, die Karosserie mehr abstützen. Das sind die ersten Sachen, die ich so modden würde halt an diesem Auto halt. Die Bumper sind halt etwas flexibel, aber auch extrem massiv gleichzeitig. Ja, Kunststoff-Dämpferbrücken. Muss nicht schlimm sein, wenn sie so hoch stehen im Auto. Relativ massiv, hat bei Zen auch nie Probleme gegeben. Ja, ich habe natürlich jetzt die Eindrücke schon, die ich halt natürlich bei anderen YouTubern wie Aussie Assi Playground, und der schon also genau heute das Review von dem Auto gemacht hat, deswegen ich auch prompt hingefahren bin zum Spielzeugabend und gesagt habe, ich hole jetzt das Auto ab. Ich will auch. Und dann natürlich halt auch das Silver Sea und Dr. Abbey Racing, die dieses Auto auch schon gefahren haben und gesagt haben, dass es einfach fett ist. Alexander Schulz ist davon absolut begeistert von dem Auto. Der soll echt was wegstecken, mega Laune machen auf 6S. Davon werde ich mich überzeugen halt. Zu diesen Sachen halt, dass die Achsen alle austauschbar sind, das gilt natürlich auch für die Lenkung und sowas. Er hat natürlich auch Lenkhebel. Also Ersatzteilpolitik an diesem Auto ist halt sehr geil in dem Moment, weil man halt einfach sich mehrere Baugruppen dieses Fahrzeugs die Teile teilen halt. Das ist natürlich schön gemacht in dem Moment halt für ein Bash-Fahrzeug. Ja, solche Sachen wie Kugellager durch und durch, ist natürlich klar. Fette Differentiale, habe ich schon gesagt. Oder ja, ist eigentlich auch, wenn man was über Zen weiß, über dass der Antriebsstrang dieser Autos über jeden Zweifel erhaben ist. Ja, also ich bin sehr gespannt drauf, das Modell demnächst bewegen zu können. Damals beim X-Max war schon geil, es ist schon fett, so eine Riesenteile zu bewegen. Ich bin gespannt, wie der sich hier macht. Zack, jetzt habe ich ihn. Und hinten. Zack, jetzt habe ich ihn auch. Ja, er füllt das ganze Bild wieder aus. Ja, ich bedanke mich an dieser Stelle bei Spielzeugabend. Endlich ist der Zen Reaper über Robitronic in Deutschland angekommen. Natürlich könnt ihr den halt bei Spielzeugabend bestellen. Muss ich nicht. Jetzt wirkt es wieder wie ein Werbevideo, ist natürlich klar. Sage ich natürlich gerne, wenn ich dieses Auto bekomme. Bevor wieder welche fragen, ich finde dieses Auto nicht. Schreibt die Shops oder Spielzeugabend in diesem Fall, sage ich halt an. Oder andere Shops, wenn ihr das nicht wollt. Ist ja scheißegal. Ihr könnt diese Autos jetzt bestellen. Einige haben ihn schon. Ich kann ihn jetzt testen. Danke dafür. Ja, das soll es dann auch gewesen sein. Ich werde die Karosserie noch ein bisschen ausbeulen und tapen. Oh, die ist nicht gebrochen gerade eben. Nein. Dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.